Hierbei wollte ich sagen, es gibt ein großes Missverständnis. Einige Brüder und Schwestern denken, um Dawa machen zu können, müssten sie 30 Jahre Islam studiert haben oder den Koran auswendig können. Nein, sondern der Prophet a.s. sagt, Belliru anni walau aya, berichte von mir, selbst wenn es ein Vers ist oder selbst wenn es ein Zeichen ist. Das heißt, das, was du weißt, dazu kannst du aufrufen. Aber das, was du nicht weißt, da musst du schweigen. Und hier gibt es diese unterschiedlichen Arten von Wissen. Ja? Oder diese unterschiedlichen Arten von Leuten, von den Stufen im Wissen. Ja, es gibt einmal denjenigen, der weiß und der weiß, dass er weiß. Ja, das ist der Gelehrte oder derjenige, der Wissen hat von einer bestimmten Seite, den kannst du fragen. Dann gibt es denjenigen, der weiß, aber der weiß nicht, dass er weiß. Den müssen wir ermahnen, den müssen wir sagen, dass er weiß, damit wir auch von ihm profitieren können. Dann gibt es denjenigen, der weiß nicht, aber der weiß, dass er nicht weiß, also der weiß schon etwas, also dass er nicht weiß, das weiß er. Deswegen erzählt er auch keinen Stust, keinen Unsinn und er schadet niemandem. Und dann gibt es denjenigen, der gefährlich ist, das ist derjenige, der nicht weiß, aber der weiß nicht, dass er nicht weiß. Und der erzählt nur Schwachsinn. Ja, das sind diese verschiedenen Arten von Leuten. Deswegen sagt man, wenn du zu etwas aufrufst im Islam, musst du Wissen davon haben. Sobald etwas kommt, wo du nur Zweifel hast oder wo du was, ja, ich habe gehört bei mir im Land oder mein Opa, der ist ja vor 20 Jahren, nee. Sondern Wissen im Islam ist, call Allah, call Rasulullah. Allah hat gesagt oder der Prophet hat gesagt. Oder meinetwegen auch, gehen wir weiter, wenn du eine Fatwa von einem großen Gelehrten hast, mit Vorbehalt, ja. Weil auch ein großer Gelehrter kann sich theoretisch vertun, aber hier drücken wir natürlich ein Auge zu. Aber das wahre Wissen ist, call Allah, call Rasulullah. Allah sagt, der Gesandte hat gesagt. Das ist das wahre Wissen. Koran und Sunnah. Das heißt, das ist die erste Art von Wissen, die wir haben müssen bei der Dawa. Und dann ist noch eine andere Art von Wissen sehr wichtig. Nämlich das Wissen über die Lage der Leute, mit denen man über den Islam redet. Das ist auch sehr wichtig. Und deswegen sieht man beispielsweise, dass derjenige, der in einem Land lebt und die Lage der Leute in einem Land kennt, besser mit diesen Menschen über den Islam reden kann. Wirklich, ganz ehrlich, ich möchte niemanden kritisieren oder ich möchte niemanden beleidigen, vielmehr, sondern ich kritisiere, ja. Aber ich sehe manchmal beispielsweise Gelehrte oder nicht Gelehrte, aber Leute, die Schuyuch sind, die Islam studiert haben, und die erzählen etwas über Europa, was absolut kein Hand und Fuß hat. Und wenn das einer in Europa hört, der sagt, ey, die haben doch eine totale Macke da in den Ländern, was erzählen die? Ich habe euch bis letztes Mal ein Video gesehen, da erzählt dann einer aus dem arabischen Land, erzählt er, in Dänemark gibt es Studien, dass je 51% der Kinder unehelich sind. Das kann gut möglich sein, ja. Aber dann erzählt er, mit unehelich ist nicht gemeint, ja, die hat einen Freund und sagt, ja, der Vater des Kindes ist der Freund, sondern mit unehelich ist gemeint, dass gefragt wird in der Dings, zum Beispiel im Krankenhaus, ja, wer ist denn der Vater? Und sagt, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der Lehrer, vielleicht ist der Taxifahrer, könnte auch eventuell letztens der Mann sein, den ich im Park getroffen habe, ja. Ja, das ist einfach an Haaren herbei, das ist Schwachsinn, ist das. Natürlich, wir sagen ganz klar, was Sexualmoral angeht, kann man einfach nicht verleugnen, dass das, was unter den Muslimen praktiziert wird, größer ist als oder einen höheren Standard hat als das, was in Europa praktiziert wird. Aber man kann es auch übertreiben. Allerdings, das, was in Europa praktiziert wird, ist auch nicht das Christentum. Das ist nicht im Christentum, laut Christentum musst du verheiratet sein, um mit jemandem zusammen eine geschlechtliche Beziehung zu haben. Das heißt, man muss hier fair sein und differenzieren und keinen Unsinn erzählen. Ja? Und sowas ist ganz wichtig, wenn das einer hört, sagt er, ey, guck mal, die haben doch total einen an der Waffe, was erzählen die? Das ist so wie jede Frau, die schläft mit Männern, die sie überhaupt nicht kennen und kriegt dann noch Kinder und weiß nachher gar nicht, wer überhaupt... Natürlich gibt es solche Fälle. Natürlich gibt es solche Fälle, aber zu sagen 51%, subhanallah, das ist eine Ausnahme. Ja, und das ist halt ganz wichtig. Manchmal sehe ich auch Leute, die reden mit jemandem über Themen,
in der Dawah, und das ist das, was ich meine, mit der Hikma, mit der Weisheit, die man haben muss, über Themen, die gar keine Rolle spielen. Der fängt an, mit jemandem zu reden, ja, Eva ist aus der Rippe von Adam erschaffen worden. Stimmt, sagt die Bibel auch. Aber damit bringst du doch nur Probleme auf. Das sagt, da ruft mich einer an, der ist sich mit einer Frau am Unterhalten, ja. Der ist übrigens jetzt jemand, der in Medina studiert und mashallah sehr viel Wissen bekommen hat. Er sagt, ich bin total nervös, ich habe gerade mit einer Frau gesprochen, hin und her. Und ich habe der gesagt, dass Eva aus der Rippe von Adam erschaffen wurde und so weiter. Und die haben mich jetzt gefragt, wie will das denn funktionieren? Ja? Und total durcheinander. So, erstmal, wenn man jemanden Islam erklärt, fängt man mit allgemeinen Themen an und nicht mit speziellen Themen. So. Dann hat er sie mir ans Telefon gegeben. Da habe ich gesagt, glaubst du an Gott? Sie sagt, ja. Glaubst du, dass Gott das Universum erschaffen hat? Ja. Brauchte Gott da irgendjemanden für, um das Universum zu erschaffen? Sie sagt, nee. Ich habe gesagt, okay. Also Gott hat das Universum aus dem Nichts erschaffen, richtig? Sie sagt, ja. Okay. Was ist für Gott schwerer, das Universum aus dem Nichts zu erschaffen? Oder Eva aus der Rippe von Adam zu erschaffen. Chalas, Thema erledigt. Ganz, eigentlich eine ganz einfache Sache. Eine ganz einfache Antwort auf eine einfache Frage. Nur, wir machen uns selber Probleme. Ja, man fängt mit Themen an, die eigentlich zweitrangig sind. Weil das Problem ist bei der Dawa, dass man darüber reden muss, ist der Koran von Gott? Wenn der Koran von Gott ist, ist jedes Problem geklärt. Weil dann musst du diesem Buch folgen. Das ist der eigentliche Punkt. Ich habe das gerade nur erwähnt, aus welchem Grund, weil ich gesagt habe, man muss Wissen haben über die Lage der Leute und man muss Wissen haben von der Religion. Und in beiden Sachen muss man halt, wie gesagt, aufpassen. So. Wie gesagt, das Thema ist ja, wie kriegen wir die Jugendlichen wieder in die Moschee oder auf den geraden Weg? Und ich denke, dass das Thema für alle Leute wichtig ist. Warum? Weil ein großer Kritikpunkt an der Lage der Muslime oder an den Muslimen ist vor allen Dingen, dass man sagt, schau dir mal an, wie die sich hier benehmen. Schau dir mal an, hier, du willst irgendjemand etwas vom Islam erzählen? Ja, der Islam achtet die Frauen. Der Prophet Mohammed, Friede und Segen auf ihm, der hat gesagt, die Frauen sind Shakaiko Rijal, die Zwillingsbrüder, die Brüder oder die Brüder der Männer. Der Prophet Mohammed wurde gefragt, wer hat am meisten Recht? Men hakun nasi bi husni sahabati. Welcher Mensch hat am meisten Recht, von dir treue Gesellschaft zu erfahren, oder dass man sich ihm treu verhält? Und er sagt, deine Mutter. Er fragt, wer dann? Er sagt, deine Mutter. Wer dann? Ummuk, deine Mutter. Dreimal. Beim vierten Mal sagt er, dein Vater. Das heißt, laut diesem Hadith hat die Frau in der Gesellschaft des Islams die Gold-Silber-Bronze-Medaille und der Vater hat nur den vierten Platz gekriegt. Ja? Aber, dann schauen wir uns mal die Realität an. Und die Realität ist katastrophal. Die Realität ist katastrophal. Du kannst jemandem noch so viel erzählen, ja, wir, bei uns im Islam ist es so und so und hin und her und wir achten doch die Frauen, wenn das nicht in der Tat praktiziert wird. Und natürlich kann man nicht verallgemeinern, natürlich können wir nicht sagen, ja, alle Muslime sind so. Wir können aber auch nicht alle sagen, alle Nicht-Muslime oder alle Deutschen oder was auch immer sind so oder so. Man muss immer differenzieren. Aber Fakt ist, dass der Eindruck, den die Menschen gewinnen, ein katastrophaler ist. Das beste Beispiel ist, was ich momentan, und gerade wenn ihr in meiner Situation seid, was du da hörst, wir wollten Sorgentelefon für muslimische Schwestern machen. Sorgentelefon für muslimische Schwestern. Was hier teilweise abgeht. Ja. Der eine heiratet, ja, wegen, der möchte die Papiere bekommen, alles klar. Hat er die Papiere bekommen, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich kann es mit Chulah machen. Das heißt, dass die Frau ihn scheidet, damit er auch keine Probleme mehr hat. Der andere, der schlägt erste Frau schlägt er K.O., zweite Frau schlägt er K.O., dann heiratet er die dritte Frau, mit der ist er auch nach 2 Monaten wieder geschieden, ja.
und wird noch von anderen Brüdern vermittelt. Ja, hier, wollt ihr, konvertierte Schwester, hier, willst du nicht den Bruder heiraten? Subhanallah, ich zweifle am Verstand. Wie kann man jemanden, der bekannt ist, dass er seine Frauen zusammenschlägt, mit einer Schwester verheiraten? Da zweifle ich am Verstand, dass Leute, von denen man denkt, ja, ich meine, ihr wisst sowieso nicht, um wen es geht, dass sie die Dauer verstanden haben in Deutschland, etwas zum Islam aufrufen. Ja, das ist das, was die Leute sehen. Und wenn wir draußen auf die Straße gehen, ja, und du erzählst jemand noch so, die Muslime sind nett und freundlich und hin und her, und er geht durch irgendeine Straße in Köln oder durch irgendeine Straße in München oder Berlin, und dann stehen da drei Leute aus einem bestimmten islamischen Land in